Ja, großartig und ich gratuliere herzlich zum 10-jährigen Bestehen. Ich kann mich noch gut an diese Gründungszeit erinnern. Wir haben damals in der Hafen City auch über solche Zertifikate nachgedacht, die dann auch zum Tragen kamen. Und es ging immer darum, das amerikanische oder kanadische System ein Stück weit auf unsere Ansprüche hier zu übertragen. Die sind natürlich topografisch oder auch von den Umständen hier anders, also Wetter und so weiter. Aber auch natürlich, Deutschland will immer noch einen draufsetzen, auch was den Anspruch betrifft, der Umweltgerechtigkeit. Und deshalb ist es gut, dass es dazu gekommen ist und dass das jetzt so Platz greift, so erfolgreich wird. 2000 zertifizierte Gebäude, das ist großartig. Und in der Sache finde ich es natürlich für die Baukultur extrem gut. Ich kann die Ziele und das Anliegen vor allen Dingen voll unterschreiben, zu sagen, wir wollen reflektierte, kluge, smart heißt ja klug, auch umweltgerechte Gebäude machen. Das ist gesellschaftlich extrem relevant. Nach 10 Jahren ist ja die Aufbauarbeit abgeschlossen. Ich glaube, das ist auch sehr erfolgreich abgeschlossen. Jetzt können die Stützräder sozusagen ab vom Fahrrad und jetzt kann man losradeln. Und das findet ja auch schon statt mit dem Claim. Ich habe den heute das erste Mal gehört. Nachhaltigkeit ist, normal ist das neue nachhaltig. Nachhaltigkeit ist das neue Normal. Das spricht auch für Baukultur. Es gibt ja ganz viel Überschneidung zwischen Baukultur und Nachhaltigkeit. Eigentlich ist es eine Tautologie. Man müsste sagen, Nachhaltigkeit beim Bauen wird komplett normal. Und dazu gehört dann auch im nächsten Schritt noch, dass wir dieses Nachhaltigkeitsdreieck vielleicht ein bisschen ausdehnen. Also das ist ja ein Dreieck und ich stelle mir immer das Haus vom Nikolaus vor mit geraden Wänden und dann einem Dach. Also 2 Punkte müssen da noch gezogen werden. Der eine Punkt könnte kulturell geprägt sein und der andere Punkt emotional und physisch auf uns wirkend. Und wenn diese Dinge dem dazukommen, dann sprechen wir wirklich über Baukultur und über ein reflektiertes Gebäude wahrnehmen. Und wenn das dazu käme in den nächsten 10 Jahren, dann bin ich total glücklich.